Es ist der Abend, wo der Klassiker stattgefunden hat. FC Basel gegen den FC Zürich. Dazu haben wir noch Luzern gegen Lausanne. Ich begrüße Sie hier ganz recht herzlich zu allen Spielen, alle Tore. Erster Teil von Runde Nummer 9. Zu analysieren gibt es einiges. Das machen wir mit dem Marcel Reif und dem Pascal Zuberbühler. Ich begrüße Sie ganz recht herzlich. Ich glaube, bevor wir über den Klassiker reden hier in Basel, wo es einiges zu diskutieren gibt, wollen wir an dieser Stelle zuerst mal uns ums andere Spiel kümmern. Luzern gegen Lausanne. Und die Waadtländer, die sind ja mit breiter Brust in die Innerschweiz gereist. Zuletzt ein Unentschieden gegen den FCZ und eben ein Sieg hier in Basel. Bei den Luzernen hat das ein bisschen anders ausgesehen. Die haben zuletzt verloren gegen die Berner Young Boys. Wir schalten darum jetzt zu unserer Frau in der Swissport Arena, zu der Nathalie Barros. Ist etwas los bei euch heute in Luzern? Was ich so gesehen habe von hier? Ja, es war ein bisschen etwas los. Und zwar hat Lausanne Sport heute Abend 3-2 gewonnen. Es war ein bisschen der Abend von Thomas Castello, der hier eine unglaubliche Leistung gezeigt hat. Wir schauen zurück auf die letzten 90 Minuten mit meinen beiden Gästen, Joel Geismann und Christian Schnöli. Herzlich willkommen, schön seid ihr da. Joel Geismann, wenn ich sage, es war ein bisschen der Abend von Thomas Castello, kann man mir da rechnen? Ja, ich denke, er hat heute einen riesen Match gemacht. Vor allem nach dem 3-2 sind wir nur noch in die gestanden. Klar, und, mit einem Mann weniger wollen das 3-2 verteidigen. Und, ja, der Tom hat sicher eine wichtige Rolle gespielt am Schluss. Ja. Christian Schnöli, eure Bilanz zu dieser Partie von heute? Ja, es ist eigentlich unglaublich, dass wir den Match verlieren. Wir hatten so viele Chancen gehabt und ja, die Gegengoals waren sehr unnötig und den Match hätten wir klar für uns müssen entscheiden. Ja, wir wollen auf die Chance schauen. Und zwar war es in der 11. Minute ein Foul von Jeremy Manier und Tommy Juric im 16er. Und dann die logische Folge davon, der Penalty, also das 1-0 für FC Luzern. Es hat eigentlich alles sehr gut angefangen für euch. Ja, super ins Spiel gekommen, sehr viel Druck gemacht. Viel mehr Ballbesitz gehabt und ja, verdient auch 1-0 führen können. Und dann war es aber in der 37. Minute, das 1-1 für Lausanne Sport. Der Samuele Campo, der ganz, ganz viel Platz hatte. Wir schauen uns die Szene schnell mal an und wollen auch ein bisschen wissen, was da nicht optimal gelaufen ist. Hier sehen wir Samuele Campo, der hier sehr viel Zeit hat, für diesen Assist zu geben. Marco Schnöli, Christian Schnöli, pardon. Ja, ich verliere ihn auf Platzmitte und wir sind nicht richtig nachgeschoben. Und hat sehr viel Platz vor sich und ja, muss man sagen, ja, der Spieler trifft sie super und macht einen super Goal. Ja, Spieler wie Samuele Campo in der eigenen Mannschaft zu haben, ist Gold wert, oder? Ja, eine riesige Aktion vom Sammy. Ich meine, ich denke, 80% von dem Goal gehört fast ihm, aber der Leo trifft sie natürlich auch super und das 1-1 ist sicher wichtig, dass wir mit dem 1-1 in die Pause gehen können. Ja, aber auch ihr habt einen super Abend gehabt, das Goal, wenn wir uns natürlich auch anschauen. Ihr dürft es jetzt selber kommentieren. Ja, ich sehe den Mersim auf der Seite und sehe die Möglichkeit, dass er mich anspielt. Und nachher ja, probiere ich nicht mehr lange zu fackeln und möglichst schnell abschliessen. Und dann ja, passt natürlich tipptopp in die Ecke. Ja, das ist ein wunderbares Goal von Lausanne Sport. Und da war es eben noch nicht fertig mit diesen Goals am heutigen Abend. Und zwar in der 60. Minute war es der Tommy Juric, der das 2-2 gemacht hat für den FC Luzern. Christian Schnöli. Ja, es war meine gefühlt 50. Flanke an diesem Abend. Und dann haben wir mal getroffen. Endlich. Und ja, mit der letzten Konsequenz macht er meine. Ja, und dann ist alles Schlag auf Schlag gegangen. Vielleicht, ich könnte mir das selber sagen, seit der Tage ein bisschen überrumpelt worden vom nächsten Goal. Nämlich 51 Sekunden ist es gegangen, bis das gefallen ist. Ja, Francesco Marciotto, pardon, sagt noch mal. Ja, man sagt auch, die nächsten 5 Minuten nach dem Goal sind sehr wichtig. Weil das ist, die andere Mannschaft ist doppelt motiviert und ja, wir haben da ein geschlafen. Wir müssen es sicher besser klären. Und, es tut sehr weh, wenn man gerade eine Minute nach dem Goal wieder so einen Gegentreffer bekommt. Ist es effektiv, das gewesen, was ihr gesagt habt? Man hat ein bisschen geschlafen. Also hat man gar nicht damit gerechnet, dass es so schnell gehen kann. Ich glaube, das ist auch ein bisschen im Unterbewusstsein, dass man wirklich noch ein bisschen euphorisch ist und über den Treffer freut. Und da ist es Gefahr da, dass man da leichtsinnig wird und nicht mehr so gut verteidigt. Ja, da hat es heute Abend auch noch eine gelb-rote Karte gegeben an die Adresse von Gonzalo Zarate. Wir sehen die Aktion noch einmal. Und zwar hat er da den Ball gespielt, obwohl der
Schiedsrichter abgepfiffen hat, die Folge davon, Lausanne Sport mit einem Mann weniger auf dem Platz. Das war für euch in diesem Moment ein bisschen bitter gewesen, natürlich. Ja, das ist bitter. Aber wie ich muss sagen, in so einem Moment kann man ihm das Auge zudrücken und ihn noch eins verwarnen. Also, er hat fast das Spiel kaputt gemacht mit dieser roten Karte. Aber gut, schlussendlich ist es gut rausgekommen für uns. Und, ja, wir haben alle zusammen geschafft und die drei Punkte können heimfahren. Aber es hätte natürlich auch anders kommen können. Wir könnten sich auch sehr ärgern ab so etwas, oder? Wenn es jetzt anders rausgekommen. Ja, das ist so. Und, ja, sie haben wirklich gefühlt etwa 100 Flanken am Schluss noch. Und der Penalty, den ich in meinen Augen kenne, ist. Also, kann nicht sein, dass wir jeden Match x Penalties bekommen und wir bei uns nie einen Pfiff. Also, aber eben, irgendwo kommt das Glück auch auf unsere Seite und es gleicht es irgendwo durch. Ja, wir werden den Penalty anschauen. 82. Minute. Wieder der Tommy Juric, der hier den Penalty geschossen hat. Aber das mal mit dem schlechteren Ende. Ja, sehr bitter. Ich glaube, der hätte sich den Hattrick verdient. Und er hat es natürlich auch gut. Und ja, Claudio Nerdbech im Nachschuss, dass er ihn nicht mehr über den Fuss bringt. Hat man da damit gerechnet, der geht rein? Es kommt alles noch gut. Oder man holt sich zumindest einen Punkt am heutigen Abend? Ja, definitiv. Ich glaube, wir hätten das auch Minimum verdient. Unser Aufwand war riesig und spielerisch. Ich glaube, eine der besten Leistungen, die wir hier gezeigt haben. Aber ja, Zweikämpfe, die Entscheidungen haben wir natürlich verloren heute Morgen. Ja, und wieder gewinnt Lausanne Sport hier in der Swiss Sport Arena. Wird es langsam ein bisschen zu einem Fluch? Oder ist es ein mentales Problem, dass man irgendwie das im Hinterkopf hat und weiss, oh, jetzt kommen sie wieder, es könnte wieder heikel werden? Nein, überhaupt nicht. Wir haben es natürlich gewusst, aber es hat keine Rolle gespielt. Wir waren auch super in diesem Match. Und, es hat nichts dafür gesprochen, dass wir heute aus Verlieren vom Platz gehen. Aber Fußball ist manchmal schon erklärlich. Aber, nichtsdestotrotz, weiterkämpfen und nächste Woche im Thunensieg. Joel Geismann, ich möchte auch eine neue Meinung dazu hören. Reist man langsam hierher und hat wirklich die Siegermentalität im Kopf? Ich denke, das hat nichts mit der letzten Saison zu tun. Es hat sicher damit zu tun, dass wir momentan in einer guten Phase sind. Wir haben jetzt seit 4 Matches nicht mehr verloren. Und, ja, es gibt natürlich auch Selbstvertrauen und jedem Einzelnen. Und, ja, mittlerweile sind wir mehr ein Team, das Anfang der Saison noch nicht der Fall war. Und, ja, das zahlt sich mittlerweile aus. Ja, mit 3 Punkten am heutigen Abend. Ich glaube, 3 Punkte, die wahrscheinlich sehr gerne mitnehmen. Merci vielmals euch beiden. Gute Erholung. Dankeschön. Ja, die Partie endet also mit einem besseren Ende für Lausanne Sport. Es gibt noch 2 Sachen zu vermelden. Und zwar hat der FC Lausanne Sport 2 Spieler sich da verletzt, der Nicolas Chetta und der Samuele Campo. Das als eine bittere Pille für Fabio Celestini an diesem heutigen Abend. Mit diesen Worten schalte ich zurück zu dir, Gianni, in St. Jakob. Also das die bittere Pille, aber es gibt eben auch gute News für Lausanne. Sie holen 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen. Die Gegner sind nicht irgendwelche, Basel, FCZ, Luzern. Und sie haben bis morgen die rote Laterne mal schon abgegeben. So viel können wir schon mal verraten. Fantastisch, fantastisch von Lausanne, wie sie das gemacht haben. Jetzt eben, wie du gesagt hast, 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen mit Basel. Auswärtssieg und die FCZ, wo ja auch FCZ die und jetzt noch in Luzern. Das ist natürlich sachstark. Und wir sehen dann noch eine Tabelle, wie das aussieht. Und das ist natürlich ultra, ultra interessant, was da in der Schweizer Liga, Super League im Moment abgeht. Vor allem auch hinten da. Was es eben auch so spannend macht, vor allem im oberen Teil, ist die ganze Thematik rund um den FC Basel. Und wir begrüßen bei uns den Trainer vom FCB, der Raphael Wicki. Schönen guten Abend. Und es freut mich, dass wir sie mal am Tisch haben, wenn sie ein bisschen strahlen. Ein bisschen ist ein bisschen untertrieben heute Sieg gegen den FCZ. Jetzt können Sie mal ganz ehrlich sein. Wie gross war der Druck und vor allem, wie gross ist er jetzt nicht mehr? Ja, der Druck ist natürlich gross, aber es geht ja nicht um mich. Es geht um FC Basel und wir sind nicht da, wo wir wollen. Sie, und das läuft nicht so, das ist nicht so gelaufen, wie wir es wollen. Natürlich ist für einen Trainer der Druck immer gross, aber wenn du so einen Job annimmst, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, vor allem in dieser Situation, wo Sie so im Wind gestanden sind, nach diesen schlechten Niederlagen, hat Ihnen das nicht... da macht man sich ja Gedanken, logischerweise. Und die ganzen medialen Berichte, die da kommen, ist der Raphael Wicki noch der richtige Trainer und so weiter und so fort. Das wollen wir nicht diskutieren, es geht mir mehr darum, über das Gefühl, das das bei Ihnen auslöst. Also über die Berichterstattung ist es einfach so, dass ich das schon vor 3 Monaten aufgehört habe lesen. Einfach für mich selber zu schützen. Das ist wirklich so, ich lese keine Zeitungen. Und dann bekomme ich das nicht so mit und dann belastet es mich auch nicht. Weil sonst würde es mich sicher extrem belasten und dann bist du irgendwie beeinflusst von irgendwelchen Berichterstattungen. Das ist ein bisschen Selbstschutz. Aber sonst ist es für mich auch selbstverständlich, dass es Kritik gibt. Wir haben 8 Spiele, 11 Punkte gehabt. Dass da Kritik hier ist normal. In diesem Job musst du mit dem umgehen. Das ist nicht immer einfach.
jeder Trainer oder jede Person muss das für sich selber herausfinden, wie das zu machen. Und, ja, ich versuche das irgendwie hinzukriegen, aber das ist natürlich nicht einfach. Ich glaube, das hat man vielleicht auch gesehen, wenn man mich irgendwie beobachtet hat, beim Goal und bei anderen Szenen, dass die Erleichterung extrem gross ist, dass wir den Match auch gewinnen können. Ja, sehr aktiv an der Linie gewesen heute. Raffi, das war, Pascal hat gesagt, guck mal, wie die rauskommen. Eine völlig andere Körpersprache, als er war in St. Gallen dabei letzte Woche. Die erste Halbzeit St. Gallen und das, was heute so passiert ist. Hast du nach der ersten Halbzeit in St. Gallen dich selber gefragt, glauben Sie mir noch, habe ich Sie noch im Griff, kriege ich da eine Einstellung hin? Die Ergebnisse, die können wir so, die Liga ist noch, lauert noch so lange, das ist noch nicht das Problem. Aber wenn du das Gefühl hast, so wie die Mannschaft aufgetreten ist, erste Halbzeit, hattest du nicht auch das Gefühl, jetzt muss was passieren? Nein, eigentlich nicht. Ich habe mir nicht die Frage gestellt, ob ich mir noch glaube. Und wir haben in einer Pause in St. Gallen schon geredet. Und wir haben vor allem am Donnerstagmorgen und am Freitag sehr viel geredet und wenig trainiert. Aber es ist nicht die Frage, ob ich mir glaube. Es ist die Frage, dass Fußball ein Laufsport, ein Kampfsport, ein Mannschaftssport ist. Und es ist zuerst das Basics. Und das ist Emotionen kreieren, bei sich selber, beim Publikum. Läufe von Säckchen beißen und kratzen. Und es kann nicht sein, dass die anderen Mannschaften das mehr machen als wir. Wenn wir das Gefühl haben, wir können irgendwo hinfahren und nur ein bisschen schütteln, weil das haben wir in der ersten Halbzeit in St. Gallen gemacht, dann gewinnst du keinen Blumentopf. Es ist ein Kampf. Jeder Match muss sich erkämpft werden. Und das war ein bisschen die Message. Und ich glaube, das hat man gesehen von der ersten Minute. Es ist nicht alles schön und immer schön Spielerei, aber wir sind nicht Barcelona. Aber ich glaube, man kann verlangen, dass man jeden Match so einen Einsatz hat. Ob der immer ein Sieg kommt, ist etwas anderes. Aber für sich selber im Spiegel nachher nachzuschauen, muss so ein Einsatz da sein. Für die Leute, die da sind, für alle, die deine Mannschaft unterstützen, ist das die Basis. Und das sind so die Worte. Aber Raffi, das muss ich wirklich beeindruckend sein. Wir haben das vorhin analysiert. Es hat angefangen bei Milan, wie es der Marcel gesagt hat, beim Aufwärmen. Das waren zwei verschiedene Mannschaften. Das ist unglaublich, die Körpersprache, die noch heute rauf sind. Sicher sind vor dem Heimpublikum die Klassiker. Und das in St. Gallen, das sind jetzt nur 3 Tage zwischen ihnen. Und da hast du also wirklich die richtigen Worte gefunden. Und Chapeau, da hast du wirklich die richtigen Worte gefunden. Ihr seid zur Sache gegangen, ihr seid aggressiv gewesen. Der Funke zum Publikum ist übergesprungen, wo es enorm wichtig ist in Basel. Enorm wichtig. Und da haben das also den ersten Schritt jetzt gemacht und haben heute gewonnen. 3 Punkte, da hast du wirklich fantastisch gewesen. War dir das klar, als du hier angefangen hast, dass das der vielleicht der springende Punkt sein wird? Hier ging jahrelang alles fast von alleine, individuelle Klasse, mit 10 Punkten oder 20 Punkten Vorsprung Meister werden. Die hier auf der Hintermutenskurve wollten auch noch Spektakel noch dazu haben. War dir von Anfang an klar, nur als Rekordmeister durch die Stadien spazieren, dass das nicht reichen wird? Ja, das ist mir klar gewesen. Von mir ist von Anfang an klar gewesen, und ich habe das immer wieder betont, dass das kein Selbstläufer wird. Dass jeder Match und jeder Punkt muss erkämpft werden. Aber das war heute die letzten Jahre so gewesen. Sie haben das auch erkämpfen. Jeder Heimsieg, der hier war, es hat ganz viele Matches gehabt, wo sich die Mannschaft hat erkämpfen musste. Und dann ist mir das von Anfang an klar gewesen. Ich hoffe, dass heute jedem einzelnen Spieler auch klar ist. Dass es nur so geht und dass es am Mittwoch so schwierig wird, Champions League, aber dass es auch in GZ kein Selbstläufer wird, dass das die Basis ist. Das hoffe ich, dass das Mannschaft und jeder Spieler verstanden hat. Aber es ist ja das Schönste für den Trainer, wenn man die Argumente kann bringen und die Mannschaft das so umsetzt und das Resultat dann eben stimmt. Und wir wollen uns natürlich die Szene aus dieser Partie auch noch anschauen. Und wir starten mit dem Sieggoal. Der Dimitri Oberlin, das ist ja auch eine lustige Geschichte, ist ein bisschen falsch, aber nicht. Eine Wahnsinnsgeschichte beim FC Zürich. Nicht mehr gewünscht, kommt zurück und schießt das Sieggoal. Ja gut, die Geschichte von Dimitri ist natürlich für ihn selber wahrscheinlich sehr speziell. Für sie wahrscheinlich weniger, für mich weniger, genau. Aber es ist schön, dass der Dimitri als sehr junger Spieler heute sehr einen guten Match machen kann und sich auch über die Arbeit das Goal einfach nachher auch verdient hat wie die ganze Mannschaft. Aber ich möchte nur schnell etwas sagen, bevor wir analysieren, ob es faul ist oder nicht. Die Mannschaft hat nicht wegen mir gewonnen oder weil ich das Wort habe. Ich glaube, die Mannschaft hat verstanden, dass es einfach nur zusammen geht und dass es nur über das Kämpfen irgendwie geht. Also, aber ist das nicht etwas, das was nicht Sie irgendwo, aber natürlich, aber ich muss das nicht alles jetzt auf mich nehmen. Ich meine, Sie haben euch miteinander geredet, untereinander euch geredet. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Also, Rabi, wenn es schief geht, machen Sie es an dir fest und nicht das, ist so. Das kennst du. Gut. Wenn ich wieder im Studio dann nach dem nächsten Match, wenn es mal nicht gut geht. Ist wieder. Gut, ist gut. Bin da. Nein. Gut, also ich glaube, wir müssen aber trotzdem... Die Situation müssen wir schauen. Ja, die müssen wir noch schnell anschauen. Und es ist eigentlich der Schönheitsfehler noch von dem Sieg, Raffi. Aber du siehst, dass da auch der Suchi
Der Neve wird den Ball wegschlagen, der Suchi stößt ihn von hinten um. Und von da kommt der Prellball zum Oberlin in die Füße rein. Und so schiesst er das 1-0. Sicher, von meiner Sicht muss man da faul pfeifen. Jedoch, das sind halt zwei Kämpfe, wie es halt, heute 90 Minuten, 95 Minuten gewesen sind. Schiri hat es nicht gesehen, aber wir haben das Spiel so dann gewonnen. Ja, ich denke, wenn der Schiedsrichter genau die Zeitlupe hat, geht er wahrscheinlich faul. Aber die hat er nicht. Der Neff ist 1,94, relativ ein Bäum. Ich glaube, live im Spiel sieht es aus wie ein Zweikampf. Es ist jetzt so, ich bin froh, über gewonnen. Es ist jetzt so das Glück, das Fußballglück vielleicht mal auf unsere Seite gekippt bei der Aktion. Jetzt ein ganz klares Foul würde ich jetzt nicht sagen. Aber. Und das Glück ist vor allem eben auch Dimitri Oberlin vor die Füße gefallen. Und den wollen wir zu Wort kommen lassen. Der Matchwinner war im Interview bei Mevion Heim. Dimitri Oberlin, am Schluss ein 1-0-Sieg im Klassiker. Ihr macht das entscheidende Goal. Wie sieht es im Moment im Dimitri Oberlin aus? Ja, ich bin sehr glücklich. Ich denke, diese drei Punkte waren heute sehr wichtig für das Mannschaft. Wir haben sehr gut die Woche gearbeitet. Und für uns war, ich denke, diese drei Punkte sind unser neuer Anfang. Jetzt ist es so, ihr seid ja vom FCZ über Salzburg im Endeffekt näher zum FC Basel gekommen. Beim FCZ war es ein bisschen unerwünscht. Wie gross ist genug Tuig, dass ihr heute gegen den FCZ das Goal geschossen habt? Ja, so. Es ist nicht so anders. In meinem Kopf bin ich jetzt bei FC Basel. Was vorher in FC Zürich war, war schön, weil ich habe dort alles gelernt. Aber heute stehe ich da für FC Basel und ich gebe alles. Ihr seid von Anfang an gegangen, enorm. Also ihr habt ein riesen Laufpensum gehabt. Was hat Raphael Wicki mit euch gemacht? Was hat er euch gesagt? Ja, dieses Spiel war mehr über Kampf. Nicht über Technik, Seite oder System. Wir müssen vor die Fans alles geben und ich glaube, das haben wir heute gezeigt. Danke. Also die Frage, die sich mir dann nach dem Interview gerade stellt, ist, kommt das Thema Neuanfang vom Spieler selber oder ist das eben etwas, was Sie in der Vorbereitung jetzt gesagt haben, jetzt vergessen wir mal, was es war, jetzt machen wir einen Neuanfang nach dem FCZ-Match? Nein, das kommt von ihm. Aber nehme ich mal so auf. Aber das habe ich nicht irgendwo thematisiert. Also. Okay, also nicht, dass man das, was war, vergisst. Aus dem kann man ja noch seine Schlüsse ziehen. Das hat nein. Der FCB. Es war vorher nicht alles brutal schlecht. Gewesen. Und es ist heute nicht alles perfekt. Aber die Emotionen waren da. Gewesen. Aber es ist klar, dass so ein Sieg in diesem Klassiker, mit diesem Publikum, in dieser Situation einfach euch einen Schub geben muss. Für die nächsten schwierigen Zeiten, die irgendwann kommen im Fußball, dass die Mannschaft weiss, was man fähig ist zu leisten. Also, und wir haben vorher über die Situation geredet mit dem Alain Neve und dem Manik Suchi, das Duell von diesen beiden Bäumen. Und wir wollen den einen davon natürlich auch noch zu Wort lassen. Und das ist der Alain Neve, der war bei mir beim Heim. Alain Neve, man wusste, irgendwann kommt die erste Saison in der Lage. Jetzt ist es ausgerechnet gegen FCB, das wiegt doppelt schwer. Ja, ist sehr bitter natürlich. Ich denke, wir haben sehr viel für das Spiel gemacht. Wir haben auch eine klare Chance gehabt. Und das 1-0 von Basel kann ich gar nicht erzählen, weil es ist ein klares Foul. Aber wie seht ihr die Situation? Wie habt ihr das Gefühl? Ihr seid sofort zum Schiri gerannt? Ja, ich stehe in den Ball. Der Suche schupft meinen Rücken. Der Ball springt mir an die Brust. Und nachher stehen wir bei den Mannen. Ein Abstauber-Goal. Natürlich sehr bitter. Muss man sich halt auch wieder den Vorwurf gefallen lassen, wie schon in Lausanne halt auch die Effizienz. Oder der Michi Frey könnte die Partie in der 58. Minute in andere Bahnen lenken. Ja, nicht nur diese Szene. Ich denke auch, der Raphael rutscht im dümmsten Moment aus, wenn der Ball überspielt, ist der Muss so alleine vor der Kiste. Aber das müssen wir sicher anschauen. Wenn es sicher kaltblütiger sind, dann da sieht es besser aus. Aber momentan ist es halt sehr bitter, so verlieren. Merci. Also die Enttäuschung von Alain Neve, die ist ihm ins Gesicht geschrieben und er hat eine Szene angesprochen. 58. Minute, Raphael Wicki hat vorher gesagt, es war nicht alles perfekt gewesen. Ich glaube, wir schauen uns die Situation am besten gerade mal an. Die Chance vom FCZ nach knapp einer Stunde. Das war ein weiter Ball vom Goalie, da gewinnt man das Duell. Zürich in der zweiten Halbzeit ein bisschen aggressiver rausgekommen. Und da wird schnell gespielt. Sehr schnell gespielt. Man sieht das an. Hat den Ball, die Vamena und die Michi Frey, der lange im Offside gestanden ist, vorragend da in dieser Situation dann nicht mehr. Aber das war eine riesige Chance. Und das war die Chance, um das Spiel in eine andere Richtung zu lenken. Und man sieht es da, das war ein bisschen eine Zufallsaktion am Anfang. Die Vamena sehr gut, die Michi Frey in Szene gesetzt. Aber das war die einzige Chance in der zweiten Hälfte. Ich denke, das ist jetzt
ist schwierig zu verteidigen, wenn ein Spieler mit diesen neuen Regeln oder mit diesen Regeln, was Halkite wirklich irgendwie 3-4 Sekunden kann, im Abseits stehen, 10 Meter hinter der Abwehr, kann ich auch nicht meinen Verteidigern sagen, ihr müsst euch jetzt nach dem orientieren. Klar ist er nachher nicht abseits, aber das ist eine Zufallsaktion, eine klare Torchance, ist logisch, aber es ist schwierig zu verteidigen in dem Moment. Aber es ist, ich muss dich leider korrigieren, Zubi, nicht die einzige Chance vom FC Zürich in der zweiten Halbzeit. 84. Minute schauen wir es noch an. Aber es nimmt mich wunder, was du dazu sagen hast. Gut, die Chance von Viktor Paulsson. Das ist schön für den Goalie zum Heben, meinst du, oder? Ja, genau. Dann frage ich ja dich. Ich habe ja so viele Goalie-Experten heute, vor allem der Reif neben mir. Okay. Da sieht man eine Aktion noch, auch Zweikampf, das war klar. Basel verteidigt hier und der Paulsson mit einem Schuss. Und das ist natürlich wichtig für den Thomas Watzschlick in seiner Situation. Es ist nicht alles für ihn gelaufen bis jetzt in dieser Saison. Aber es sind genau die Bälle, die ein Goalie braucht. Da ist er da, winkt den Ball souverän auf die Seiten ab. In St. Gallen hat er den Ball auch abgelenkt auf die Seiten, aber genau am Gegner in die Füße rein. Und das sind genau so Situationen, die er braucht. Und vor allem Clean Sheet, zu Null gespielt. Das sind genau die Sachen, die jetzt auch für den Raffi sehr wichtig sind, für seine Mannschaft, dass man auch wieder mal zu Null gespielt hat. Und das am liebsten am nächsten Mittwoch gerade nochmal, oder? Benfica Lissabon, die nächste Aufgabe in der Champions League. Die haben auch das erste Spiel in der Gruppenphase verloren. Die Intensität, die ihre Mannschaft am heutigen Abend hat, ist das auch das, was sie anstreben am nächsten Mittwoch? Mannschaftsleistung, ob er den gegen Benfica Lissabon so hoch gegen Presse immer müssen ein bisschen schauen. Die sind haben sie es gemacht, weil man es vom FCZ erwartet hat? Oder was ist die Überlegung dahinter gewesen, heute? Es war eine taktische Überlegung, euch durch das Hochpressing der FCZ in Schwierigkeiten zu bringen, Emotionen zu kreieren, sofort in einen Zweikampf drin zu sein. Aber am Mittwoch ist ein anderes Spiel und Benfica Lissabon ist euer Spieler ist, glaube ich, eine andere Mannschaft als der FC Zürich. Da müssen wir schauen, wie wir das dann angehen wollen. Da wünschen wir dann dabei alles Gute. Danke vielmals, dass Sie vorbeigekommen sind. Viel Glück dann in der Champions League. Der Raphael Wicki, der Trainer vom FCB, der jetzt eben endlich den Sieg hat, den er sich so fest gewünscht hat in den letzten Wochen. Wir schauen uns die Rundenübersicht an, die Partien, die heute gespielt worden sind. Und das sind Basel schlägt also der FCZ 1-0. Luzern verliert die Heim gegen Lausanne mit 2-3. Morno, Lugano GC, Sion IB und St. Gallen empfängt den FC Thun. In der Tabelle, da sind die Berner Young Boys natürlich noch vorne, haben die Möglichkeit, morgen den Vorsprung mit einem Sieg im Wallis auszubauen. Der FC Zürich und der FC Basel, die sind gleich auf Tabellenplatz 2. Dann kommen St. Galler, Sion, Luzern, GC und Ciao an. Lausanne hat mal sicher bis morgen die rote Laterne abgegeben, und zwar an das Team, das in der Europa League ist, an FC Lugano. Die spielen ja dann morgen gegen GC, also das auch eine ganz spannende Affiche. Und spannend war es eben auch in der nächsten Thematik, die ich ansprechen möchte. Es gibt ja regelmäßig schöne Goal in der Raiffeisen Super League. 3 haben wir für sie rausgesucht aus dem Monat August, und da gibt es eben auch einen Gewinner. Das Sporttor des Monats August. Diese 3 Tore standen zur Auswahl. Tor 1, Leonardo Bertone, BSC Young Boys. Tor 2, Alexander Gernt, FC Lugano. Tor 3, Francesco Maggiotta, Lausanne Sport. Sie haben gewählt. Der Sieger des Sporttipp-Tor des Monats August ist Tor 2, Alexander Gernt, FC Lugano. Und es gibt Momente im Leben, da fände ich super, wenn nonstop eine Kamera auf unser Studio gerichtet wäre. Sie hätten den Marcel Reif und den Pascal Zuberbühler müssen sehen. Ich glaube, die grosse Frage ist es ein schönes Goal oder ein Goalie-Fehler? Ja, es waren 3 Goalie-Fehler. Drei Goalie-Fehler, sagst du zu mir. Goalies in der Schweiz. Nein, Wahnsinn. Aber ich glaube, Alexander Gernt hat das Goal verdient, oder? Das ist, eher so ein Hirte wie der hätte ihn gehalten, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich sage jetzt nichts dazu. Super geschossen gewesen. Schönes Goal.
ganz neue Sachen von dir zu. Ich habe gar nicht gewusst, dass du auch mal einen Stürmer lobst und nicht immer nur über den Goalie reden willst. Morgen reden wir noch ganz kurz über morgen. Haben wir noch drei spannende Partien. Du bist morgen in Lugano zu Gast. Lugano gegen GC. Ganz ein interessantes Spiel, vor allem die Reaktion jetzt von Lugano. Und auch sicher, der Murat Yakın wird sicher mit seiner Mannschaft wieder punkten. Da wird, ich nehme an, auch sehr ein interessantes Spiel geben. Aber wenn du die Tabelle anguckst, den FC Vaduz gibt es nicht, der allen hilft irgendwie. Im Moment, wenn du hinten guckst, ein Spiel verloren und schon läufst du mit dem Laternchen durch die Gegend. Also, ich bin gespannt, ob du auch mit dem Laternchen rumlaufst, irgendwo in der Stadt Zürich oder sonst irgendwo. Danke vielmals, ich hoffe, du findest den Heimweg auch ohne Licht heute. Danke Marcel, bist du da gewesen. Danke vielmals, Pascal Zuberbühler, für eure Analyse. Und bei Ihnen zuhause bedanke ich mich natürlich auch. Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder da bei uns auf dem Teleclub. Schönen Abend noch, alle miteinander.